Ja. Was mache ich? Morgen, Jungs. Und Mädels, wir haben ein Safe Game von letztem Mal. Ihr habt's ja gesehen, XXL Episode, Junge! Das ist es, ne? 27. Ja. Jawohl, jawohl, aber. Jawohl. Und wir stehen direkt vor K-Dage, gell? Müssten. Beziehungsweise ja. Vor diesem Tor davor. Ja, ja. Weil dahinter war schlecht. Ja. Nee, ich hatte vorgesaved und bin dann reingegangen. Weil wir sind ja nicht reingekommen, weil diese Tür sich immer wieder zugemacht hat. Und da habe ich dann doch so durchgecheatet. Nein, ey, komm, das kann's doch nicht sein, oder? Da muss jetzt zu. Alter! Das ist geschafft! Yay! Ja. Seht ihr in der letzten Episode. Ja. Könnt ihr nochmal gucken. Das wäre auch sinnvoll, weil das jetzt die Fortsetzung ist. Und wir müssen auf jeden Fall einen PC finden. Ja. Hier SCP-079. Der ist wahrscheinlich in der Light Containment Zone. Den Elektriker haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Das weiß ich nicht. Nee, wir sind. Also, wir sind nicht durch den Tunnel durchgegangen mit diesen roten Viechern. 939. Dingsbums. Ja, genau, da sind wir nicht durchgegangen. Und wir sind auch nicht am Anfang, nach diesem Anfangsraum, links gegangen. Ich bin gleich rechts und danach sind wir nie wieder an dem Anfangsraum vorbeigegangen. Also gibt es die zwei Möglichkeiten eben. Aber ich glaube eher, dass es der Tunnel, dass du durch den Tunnel mit den Reptilien musst. Also ist der PC in der ersten Zone, ja? Zu 80%. Und geht's jetzt hier zurück? 75. Weißt du es noch? Geht's hier zurück? Da geht's zurück. Ja, doch, stimmt, das war der allererste Gang, ja. Da auf geht's den Nav. Nee, auf den Nav musst nee, nee, da geht's grotz, in die nächste Zone. Grotz drauf. Guck. Grotz auf, guck. Grotz auf den Nav drauf. Nav. Geil. Ja. Gut, da vorne rechts. Soll ich mal safe? Kann man auch mal gucken. Obwohl, nee, da ging's ja nicht weiter, glaube ich. Safe. Nö, ja, safe halt. Ja. Sicher ist sicher, weil die Episode jetzt kommt. Entweder saven wir gar nicht oder wir saven halt. Ja. Das ist eine gute Entscheidung. Oh, mach jetzt mal. Kann man sagen, es ist wurscht. Guck mal jetzt da rechts, da sind wir glaube ich noch nicht lang gegangen. Alter! Hilfe! Links. Rechts. Wie jetzt? Da lang. Ja. Guck mal, guck mal auf nach, ob das die Tür ist. Das andere links mal. Nee, da sind wir nicht lang gegangen, das stimmt schon. Gut. Das war jetzt fahrlässig, was du gemacht hast. War da jetzt. Kommen. Hey, was ist das? Können? Ja, der ist hinter der Tür bestimmt. Jetzt mal voll erschrecken müssen, die Maus verziehen. Ja. Warte, wie machen wir? Wie machen wir? Aufmachen, blinzeln, rauslocken. Weiß schon. So, jetzt kannst du vorbeigehen. Was meinst du? Ja, natürlich. Sure. Ach komm. Yeah. Wem habe ich es gezeigt? Wer der Chef ist? Chef mit 3F. S-C-H-E-F-F-F. Nochmal. Entrenzone. Was ja, war das für ein Geräusch? Obwohl eine Scheiße. Guck mal auf Ding. Ist er jetzt wieder da? Weil da könnte der Electrical sein. Wer ist da drin? Und den musst du sowieso zuerst. Dingsen, damit du da reinkommst überhaupt. Ach ja. Also sonst redet er ja nicht mit dir. Von daher ist es schon ganz gut. Fuck. Fuck shit! Oder warte mal. Was denn? Vor Gate A diese Tür. Das ist ja so wie bei dem Computer. Vielleicht muss man nur zum Electrical für Gate A. Schon mal da dran gedacht? Hm. Ja, aber die Tür, die ging ja auf. Der Fahrstuhl war nicht. Ja, genau. Du musst den Strom aktivieren, damit der Fahrstuhl aufgeht. Meinst du? Keine Ahnung. Kannst du ausprobieren. Nee, da waren wir schon. Dr. Harp? Nee, da waren wir nicht. Bei dem Doktor waren wir nicht. Das war das mit dem Conference. Conference. Und so. Das Tisch voll Liebe und so. Und so. Also das heißt, hier geht's auch nicht weiter. Kennt es jemand von heute das Video? Und so. Und so. Müssen wir bei YouTube eingeben. Und so. Mit mindestens 3 oder 4 O's. Und das erste ist es dann. So ein jetzt? So ein
aufgetakeltes Tussenmädchen, die sich selbst mit dem Handy im Porträtmodus gefilmt hat, ein Video, und ihrem Boyfriend ihre Liebe des Lebens, mit dem sie wahrscheinlich seit 2 Wochen zusammen ist und den sie seit 3 Wochen kennt, dann hier ein Liebesgeständnis machen, ständig und so sagt. Voll lustig eigentlich. So, jetzt mal langsam. Jetzt geht's ja eigentlich nur noch hier zurück, richtig? Ja. Doch, ja. Au ja. Ist richtig. Richtig geil. Super geil. Alter. Was? So, ich hatte so einen leichten Mausbug schon wieder. Ich glaube, in der Version ist es schon häufiger, ne? Und durch Fraps noch häufiger. Und dann hat es so Mausbug. Ja, nee, das nicht, du Fraps, das ist nicht häufiger, das eskaliert durch Fraps total. Alter. Das kann ich doch nicht spielen. Das war eine Mausbugception. Das gerät völlig aus dem Ruder. Ruder. Jetzt haben wir zwar schon häufig Maus und Bugs, aber... Reicht eigentlich der Speicherplatz? So. Bitte. So. Bitte. Reicht der Speicherplatz? Ich muss jetzt mal während dem Video fragen. Sind 16 GB frei oder so? Das wäre voll mies, Junge. Ich glaube... Alter, da geht's überall zu. So eine Viertelstunde ist 1 GB. Merkt man dann schon. Ja. Jetzt in dem Video verschwindet dann auf einmal so ein Gefäß. Ah, da müssen wir zurück, ne? Ja, das. Was war eigentlich da? Guck mal. Können wir da schauen? Könntest du dir auch mal den zweiten, die zweite Tüte ordentlichst einverleiben? Aha. Ah, der kommt doch da nicht, weil hier ist kein Loch. Du sollst dir die zweite Tüte anfallen. Mein Gott. Wir sind dafür, dass du Platz im Inventar hast. Und dass man es nicht wegschmeißt, weil ich voll verstanden habe. Das gute Zeug. Voll die Tropical Sounds hier. Warte, wir waren da noch nicht, ne? Nicht? Nee, ist alles new jetzt. Ist richtig. Aber ich muss. Glocke. Ja. Glocke in Gelatine? Ja. Open the door. The door. Und die zweite Omnicard kannst du, glaube ich, auch mal irgendwo hinschmeißen. Ich hänge. Toilet paper. Oh. Virus, wollen wir ihn releasen? Ja, und dann? Ah, okay, bisher nicht. Nicht weiter. So was habe ich nicht gedacht. Nein. Also wir haben voll Glück schon wieder. Schwieder. Schwieder. Der Typ ist Zweck. Ist weg. Er hat Zweck. Zweck. XCP 173 hat es weg. Nix ist so eine komische Tür. Hä? Überall diese Tür. Guck mal da rechts. Ich glaube, da ist. Obwohl, ne, okay. Oh, wollen wir ihn containern? Ich hab gedacht, dass der in der rechten Tür da jetzt wäre. Ja, containern, das ist. Ja. Was mache ich? Haben sie uns nicht gesehen. Aber wieso sind die bei dem drin? Keine Ahnung, wieso Thomas es gesehen. Stehen rum und machen nichts. Hier ist nichts. Hallo, hallo. Die hatten auch ein neues Skin. Sind wir da runter? Ja. Die sahen anders aus, aber ich wollte es jetzt nicht sehen. Darunter? Ah, wir müssen da jetzt aber immer bei den maskierten Menschen rein. Da komm ja, da komme ich her, ne? Ja, du musst da runter gehen. Da lang, ne? Nein. Achso, Schmamm. Ne, es gibt nur noch den Weg, den dritten Ach ja, du bist nicht gegangen, hast du nur geguckt. Der ist am wenigsten. Hast du nur geguckt. Gestresst. Der Lüdel. Ja. Yeah! Okay, da ist der. Nein. Wir müssen erst den Electrical. Dann sind wir ja in der falschen Zone für den Electrical, oder? Der ist in der Entrance. Ja, wieso bin ich denn eigentlich zurück? Ich hätte ja gut. Wieso wieder in die andere Zone? Schaffen wir das? Jetzt noch so ein Ding. Augenring. Ja. War jetzt irgendwie klar, dass er da ist. Und da geht's nicht weiter. Hm. Brauchen wir?
Das ist ein Wurm. Hä? Wenn man den freilassen. Ja. Rupp. Sollen wir echt? Rupp. Kommen wir eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, aber du kannst es machen. Der labert auch nicht mehr so lang. Wobei, wir können ihn eigentlich gleich hinrichten. Also. Ja, können wir doch nicht. Wieso nicht? Dann wird er doch böse. Oder nicht? Hallo. Dann mach halt die Tür einfach sofort auf und guck, was er macht. Wir hätten uns mal den Code für die Tür merken können, sagt er irgendwann. Und wenn du mich rauslässt, dann sagt er, okay, damit du weißt, dass du mir vertrauen kannst, hinter dir ist so eine Abstellkammer, da ist so eine Pille drin. Ach so, man kann das nicht. Scheinbar gar nicht ankommen. Schau, die Tür geht nämlich hier zu. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Ich eigentlich auch nicht, aber. Soll ich mal loaden? Das hat mich jetzt nicht so geschockt. Ja, load nochmal. Ich habe ja genau hier gespeichert. Na gut. Sollen wir jetzt nochmal die Door öffnen? Oder willst du warten, bis er den Code sagt? Dann versuchen wir uns den zu merken, dann da hinten kriegen wir noch eine Pille. Hä? Der hat die Maske nicht mehr auf. Ist ja lustig. Halb echt. Warte, wo liegt denn die Maske? Liegt die da irgendwo? Die liegt da, oder? Oder nee, das ist ein Radio. Dann lass ihn raus, dann können wir die Maske nehmen. Nee, das ist die liegt ja nicht da. Und wenn der rausgeht, dann sind wir da auf diesen Tentakelviecher. Stuck to my face. Ich glaube, das ist ein Fehler. Der Lüte. Deswegen müssen wir ihn vergasen, oder? Warte, ich glaube, jetzt zeigt er den Code. Say it. Jetzt. Alright, look. Five, seven, three, one. Ja, mach Krach. Zwei Pillen. Was für useful equipment? Waffen. Also. Das war jetzt fett gelogen mit dem Equipment. Zu dem Vergaser. Hey? Nein, lass ihn raus. Komm. Das soll ich jetzt verpissen? Aber da draußen ist wieder das SCP. Ja. Kriege ich das dann da weg? Meinst du, es reicht der Abstand hier? So? Gerne nicht hier in der Mitte, gerade der Bullen muss eigentlich gehen. Bla bla bla, Mr. Freeman. Blink und Open the door. Man ist doch nicht mehr da, oder? Jetzt macht es kein Geräusch mehr. Pass auf, nicht die Maus verziehen. Ja, okay, dadurch, dass du das Game geladen hast, kann. Oh, jetzt soll ich die Platte holen? Die kann gegen irgendwas schützen. Speicher davor mal, bevor du da reingehst, weil da sind in diesen Tagen. Du hast ja zwei Pillen, aber. Gegen was schützt die? Ja, wo sind die Tentakel? Und jetzt kommt sie. Hab sie. Also. Dave, Junge. Ja, gegen was schützt die? Weiß nicht, warte mal, was war das? Ja, vielleicht weiß einer der Zuschauer. Ich hab's mal gelesen. Ja, dann müssen wir warten, bis die einen Kommentar schreiben. Ich will's jetzt wissen. Ja, wenn du es willst, dann schreib einen Kommentar. Ja, ich überleg mal, vielleicht fällt's mir wieder ein. Ich glaube nicht.
Jetzt bin ich auch schon verzögert, aber. Das Ding, Icon kam nicht. Ja, aber deswegen gucke ich doch nicht weg von dem. Nee, deswegen bin ich gestorben. Die Anzeige war schon leer dann. Achso, du hast geblinkt. Aber da war schon hier out of hof. Also die Platte habe ich jetzt. Den Teller. Plate Teller. Out of hof war der Field of View. Jetzt müsste er wieder da sein. Hast du schon geläutet? Nee. Hallo. Die bösen Geister vertreiben. So, pass auf. Gut. So, und jetzt? Lidlidlö. Jetzt müssen wir aber rückwärts laufen, sonst macht er auf. Okay, das war falsch. Appeal to it somehow. Also was ist der Plan hier? Entrance-Song oder was? Keine Ahnung, wir müssen den Electrical Room finden. Also Entrance-Song, ja. Ja. Wo war die? Das dachte ich mir auch gerade. Mach nochmal nach. Oh, wo meinst du mal rein schon? Guck nochmal rein. Sicher ist sicher, ne? Warte mal. Nicht reingeschießen sie. Ja, aber solange nicht reingehst, machen sie auch nichts. Die stehen voreinander. Die fassen sich durch andere, ne? Schwul. Die machen gerade rum, deswegen merken sie nichts. Schawul. Ja, was ist da denn los? Oh, da müssen wir jetzt. Zombie-Tunnel, das könnte auch sein. Geh mal durch. Du sagst es so einfach. Ja, ist doch nix. Oh, da kann der Aufzug fahren. Ja. Ach so, es fällt dir jetzt ein. Ja, nee, doch, echt zuvor. Hab ich nicht dran gedacht. Hab ich jetzt auch so eine Zombie-Drone, ist doch völlig harmlos. Das stimmt, der kann ja jetzt hochkommen. Ja, und vor allem, der kommt immer. Du gehst da rein, musst dann hier die Fuel nämlich anmachen. Beiden Seiten. Wo noch? Da. Hilfe! Beeil dich! Spam den Button! Oh. Das war auf dem Pelikan. Als Aufzug nicht da war und der Doktor hinter uns war. Ja. Nein! Oh mein Gott! Nein! Der fährt nicht. Nein, der fährt schon. Jetzt geht die Tür auf und dann steht er davor. Rein. Fährt die zusammen hoch. Ja. Voll leise, alle stehen beide drin, sagen nichts. Fährst du auch nach oben? Erkennst du, was das für ein Raum da hinten ist? Geh mal hin. Geh mal hin. Er speichert davor. Ja, jetzt ist es spät. Speichert trotzdem nochmal davor. Nein! Oh! Was war das? War das ein Mini-Maus-Bug? Hör auf! An die Tür! Die war halb offen. Nein! Light braucht man nicht, ne. Light Yagami. Den haben wir jetzt nicht nötig. Oh nein, da steht er. Aber voll. Nicht buggen. Mausbug! Buja. Geschafft. Da kam ich her, oder? Das passiert jetzt noch immer. Das weiß ich doch nicht. Ah ja, nee, da kam er her, stimmt ja. Hehe. Das heißt, da müssen wir auch noch gucken. Du musst aber in die Light Zone. Können wir auf den NAV gucken. Da geht's in die Light Zone, oder?
You think so? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Haben wir das schon? Heizung ist ganz woanders. Ganz woanders. Und ich doch stimmt jetzt gut. Geh da weiter her. Da waren wir überall noch gar nicht, ne? Doch. Naja, was mach ich denn? Da waren wir schon. Naja, das ist aber gut, geh weil. Immer geradeaus, immer geradeaus, immer geradeaus. Erster Mal. Das ist gut, ja, das ist es. Das war die andere Seite von dem 96, meine ich. Jetzt aber rechts, oder? Ja. Teddy? Ja. Teddy! Der kommt nicht. Haben uns nicht mal lieb. Liebe? Der kommt nicht. Oh! Das ist schon erzählt, war erster Shooter bei der Voss. Was? Da, wo die Klassen aufgerufen wurden, so Anwesenheit kontrolliert wurde, ne? Da war eben laut Klassenliste ein Marco Liebe bei uns in der Klasse. Ja. Und da hat die Lehrerin halt die ganzen Nachnamen so aufgerufen und so Liebe. Und irgendeiner von denen hat gerufen, der kommt nicht. Und der Name ist dann irgendwann in dem Tag nochmal irgendwann gefallen, Liebe. Und dann haben mehrere dann gleichzeitig gerufen, der kommt nicht. War gut. Mann, lauf. Und dann war das dann so ein Running Kick von uns immer, wenn das Wort Liebe irgendwo gefallen ist, der kommt nicht. Das finde ich lustig. Ja. Oh. Ah ja, Sarg. Sarg. Ach, das hat er vorhin gesagt, der Fleischklumpen. Sarg. Also da geht's. Ach, das war die Stelle, wo es. Da geht's hier rein, gell? Und da gleich wieder raus aus der Zone. Da hinten ging's nämlich auch. Da bin ich hereingekommen in die Zone, dann geht's hier wieder raus. Dann können wir hier mal offen lassen, dann sehen wir das nämlich. Könnt höchstens, dass hier so eine leichte Blockade ist, mal zumachen. Ja, wieso, du musst reingehen, kommst du, oder? Ja, ich bin doch. Ach nee, bin ich nicht. What are you doing? Ich blick jetzt gar nicht. Guck mal auf den Nav. Ich dachte, ich bin schon wieder in der Nav. Ah ja, jetzt. I know, wo wir sind. I know. Nav, hast du gemeint. Ja, da komm ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass es weiß. Ich glaube, das ist auch die falsche Entrance, weil das ist die, wo wir drin waren mit der Cafeteria. Ja, haben wir wirklich mal da geht es ja von Anfang bis Ende nur Cafeteria und geht da heute noch. Wir müssen einen anderen Zugang finden. Glaube ich. Ja, aber guck doch mal auf die, jetzt auf die Map. Wo könnte da noch ein anderer Zugang sein, wo wir noch nicht waren? Guckst dir mal an. Hast du einen Cursor? Nee, ne? Ob du so auf dem Pfeil so ein bisschen da durch die Map scrollen kannst. Du könntest probieren. Nach rechts höchstens noch. Hätte ich jetzt mal gedacht. Sind wir doch lang gegangen. Weil lass mir kurz ein Kästchen. Alter! Junge! Der ist mies! Lass einmal geradeaus gehen, da ist ja nix. Außer der Bastard. Ich sag das nicht. Das war jetzt schon gemein. Wie du. Hat uns ganz. Du warst so erschrocken, du weißt doch gar nichts über den. Da krieg ich Schweißausbrüche, ich sag's dir. Wieso ist das ein Bastard? Kennst du nicht mal. Oh, jetzt bist du auf einmal für Toleranz, oder? Also, da waren wir doch schon. Lass mich erstmal da weiter. Lass mich erstmal da weiter. Die Cafeteria. Da waren wir noch nicht, siehst du? Ich glaube, das hat einen Grund, dass wir da noch nicht waren. Ich kann dir nicht sagen aus dem Stegreif heraus, aber geh hin. Da waren wir? Geh hin und find es heraus. Ach, war da nicht Gate B? Wirklich? Geh hin und find es heraus. Was ist da vorne, siehst du es? Ah, mal wieder unser Phantomfreund. Freund und Spargelstecher. Da unten sind wir auch schon lang laut Name. Ja, da ist nichts uninvestigated. Was rufe? Wo
Kurve? Links. Aber was ist da die Sache? Da waren überall Sackgassen. Ne? Hm. Vielleicht hast du vorhin aus Versehen eine der Türen gar nicht angeguckt. Ach, das ist da alles. Guck mal. Flackert. Das ist nicht paranormal. Ja, aber das Ding ist ein Durchgang. Nein, aber wir brauchen einen Key. Weil nach dem Wald geht's ja weiter. Nee, sag nicht, dass da der fucking... Ja gut, das war noch eine Karte. Ja, dann schau, ob du zurück zum Anfang kommst. Wie lange sind wir schon? 25? Ja. Boah. Also wenn du stirbst, ist die Episode vorbei. Ja, okay, mach mal so. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es lang geht. Da geht's lang. Ja, stimmt, ich muss links, also muss ich jetzt wieder rechts. Alter, jetzt hör doch auf, Mann. Ich hol dich ein. Oh. Schaffst du nicht. Der ist schneller als du. Wir machen jetzt einen Ding, wie sagt man, Speedrun. Dann nehmen die Gasmaske. Ich ziehe an endlich? Ja. Habe ich doch extra reingeschmissen. Reingeschisselt? Nein, reingeschmissen in SCP-914. Alter, können wir das mit dem Tesla getöten? Nee. Ich wollte es gerade sagen. Lass mal für heute. Es ist blöd, da weiterzuspielen. Wir haben ja das Viech gesehen, wo wir sehen wollten. Das war schon letzte Episode. Ja, eben. Warum haben wir da weitergespielt? Wir wollten gehen. Weil das gut war. Ja, war es auch. Aber es ist so alles so schlecht platziert jetzt. Ich glaube, ich probiere es das nächste Mal nochmal. Echt? Ja. Ich muss mal gucken, wo ich gesaved habe. Wenn es bis dahin keine neue Version gibt. Ja. Und der alte Spielstand dann nicht mehr funktioniert. Ja, und sonst war das wirklich cool so. Weil die Map käme halt zu langsam ein bisschen. Die ist nicht so arg complicated. Zwei Probleme. Wir müssen in den Electrical Room. Und der Electrical Room ist mit höchster Wahrscheinlichkeit hinter dem Forest. Und für den brauchen wir den Schlüssel. Das heißt, wir müssen einmal außen rum alles rumlaufen. Weißt du? Ja, so ein bisschen. Weißt du Bescheid? Ja. Was sagen wir noch? Dass die, wo noch nicht abonniert haben, abonnieren sollen. Genau. Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Dass ihr bewerten könnt, das wisst ihr. Da würden wir uns drüber freuen. Vor allem der Daumen. Positiv. Zeit. Ist der Daumen oben, würden dich loben. Hm. Ist der Daumen unten? Dann gibt es keinen Rahmen, oder? Also, wisst ihr Bescheid. Merkt euch diesen Reim. Bis zum. Bleibt geschmeidigt, habt einen schönen Tag. Resttag. Das Video kommt wahrscheinlich abends oder? Nee, du lädst zur Zeit im Hoch. Früh ist hoch, ne? Mittags sowas. Mittags, vormittags. Mittags. Ja, prima schon was. Okay, entspannt dieses Video. Entspannt, genießt dieses Video. Ja. Die haben es schon längst genossen. Das ist blöd. Ihr labert schon viel zu viel. Das ergibt doch keinen Sinn, Leute. Machen wir die halbe Stunde noch voll? Nee, treiben wir es nicht künstlich in die Länge. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.